thank you Thank you. you okay. Hallihallo, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Und herzlich willkommen zum Coronavirus Update. Ich mache jetzt den Ton aus. <laughs> Die Musik. Ha, so. Ja. Hallo ihr Zuschauer und Zuschauerinnen. Hallo you, hallo Türaweil, schön, dass ihr schon da seid. Ja, ähm, ich hatte heute, heute was vor. Ich wollte nämlich gerne ins Hochmittelalter aufsteigen auf meiner Classic-Welt. Und das hatte ich ja schon am Dienstag angekündigt und heute ist ja ein guter Tag dafür. Da man ja dann in der Gildenexpedition und den Gildengefechten ziemlich überlegen ist, weil man schon mit den Einheiten des nächsten Zeitalters gegen die Einheiten des vorherigen Zeitalters kämpfen kann und dadurch natürlich einen gewissen Vorteil hat für die nächsten ja, wenigen Tage, also bis, bis einschließlich Montagmorgens um 8 Uhr äh, in der Gildenexpedition und für knapp. Naja, für, für zehn, zehn Tage und ein bisschen, nee, exakt zehn Tage, bis Sonntag übernächste Woche, ähm, in, der in den Gildengefechten. Und äh, das bietet mir zumindest in der Classic-Welt vielleicht doch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen in den Gildengefechten mitzumachen. Und das hängt aber von so ein paar Sachen ab, der Aufstieg. <laughs> und darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Da muss ich mir gleich noch Gedanken drüber machen. Und äh, das werde ich äh, mit euch gemeinsam machen. Genau. So. Ah. Erstmal bequem sitzen. Erstmal bequem sitzen. Ja, Leute. Ähm, bei mir ist äh, das Coronavirus zu Hause angekommen. Ähm. Ich habe es noch nicht, aber jetzt meine beiden Frauen, die kleine und die große. Und jetzt wird es wahrscheinlich auch irgendwann bei mir ankommen. Ähm, es sei denn, ich habe äh, noch einmal Glück. Meine Frau hat es ja schon mal gehabt. Äh, November vorletzten Jahres. Ist das richtig? Ja. November vorletzten Jahres schon so lang her. Und jetzt das zweite Mal. Ja, mal schauen, ob das ob das äh, ob mir das wieder an der ob der Kelch wieder an mir vorbeigeht. Dieses Mal ist es ja noch mal ansteckender als damals. <laughs> mal schauen. Ja, danke, Thürerweil. Ah, du bist sogar gl gleich in zwei Welten aufgestiegen. Auf W ins IZA und auf Q ins OZ. Ja. Ähm, hast du dir schon angeguckt, welche Quests noch kommen im, im Event? Weil das ist äh, eine Sache, die müsste ich mir eigentlich noch angucken, bevor ich jetzt aufsteige. Ganz... Ähm, ja, ganz äh, sicher bin ich mir da nämlich noch so nicht so ganz. Ähm, Moment mal. Fandom Wiki. Wie heißt es Event Forgebowl. Speichern und schließen. So. So. Und groß. Okay. Ähm, genau, hier steht ja jetzt auch das Datum. Das habe ich schon erledigt. Ähm, Einheiten besiegt und Fortspunkte gespendet und offen sind jetzt noch drei Incidents, also drei Ereignisse sammeln und 15 Freundestavernen. Einmal Supplies bezahlen. Okay, das geht auch vom Previous Age, das sollte kein Problem sein und auch Coins sammeln ist kein Problem. Aha. Ähm, keine Ahnung, was hiermit ist. <laughs> so, und dann ein Goods Building von, aus meinem Zeitalter oder 20 bis 100 Güter. Da steht nicht von welchem Zeitalter. Ne? Von daher wird es wahrscheinlich egal sein, aus welchem Zeitalter das ist. Und das Goods das weiß ich ja noch nicht, ob ich das dann habe. Und äh, Produktion abschließen sollte kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Können wir das versuchen? Können wir das versuchen? Ich denke, es ist kein großes, ja, kein großes Problem mehr, aufzusteigen. Und ähm, von daher würde ich das gerne mit euch versuchen. Aber ich werde erstmal die Zeitalter durchgehen, weil ich habe in manche von meinen Zeitaltern heute noch gar nicht reingeguckt. Und ähm, ich glaube zumindest dass ich noch nicht in alle reingeguckt habe. Aber ich werde erstmal alle durchgehen und die Tagesquests dann, ja, hier habe ich zum Beispiel noch nicht reingese reingesehen. Die tägliche Herausforderung noch nicht gestartet. Das mache ich eigentlich immer, weil manchmal machen die sich ja auch fast am Vorbeigehen. 15 Minuten Produktion, eine Verhandlung, zweiter Wernbus, ne, zweiter Wernbus sind nicht ganz so easy. Muss ich einen kurzen anmachen. Aber die Punkte habe ich. 40 Gebäude polieren, das ist auch kein Problem. Diese moderate Verhandlung machen sollte hier auch kein Problem sein. Ich habe jetzt hier inzwischen genügend Güter schon in der Eisenzeit gesammelt. Und es ist dann auch schon erledigt. 5-Minuten-Produktionen äh, sind es ja nur, ja, die kann ich ja jetzt auch flott starten und dann, wenn ich wieder hier in die Welt zurückkehre, später, dann sind die fertig. 13 Stück, naja, 13 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, naja gut, das reicht. So, und hier kann ich schon 8-Stunden-Produktionen Produ einstellen. Hätte ich gestern auch fast 24 Stunden Produktion einschalten können. Ah, oh, da ist sogar auch noch ein 14. Gebäude. So, hier gibt es noch ein paar Ereignisse einzusammeln. Dank FOI-Helfer finde ich die dann auch relativ gut. Und noch dreimal auf Straßen. Die sind natürlich immer ein bisschen blöd. da ist eins da ist noch eins und das letzte das letzte sehe ich jetzt zumindest nicht ohne weiteres vielleicht hinterm rathaus nein falls ihr das letzte den letzten baum seht hier irgendwo auf der karte schreibt es bitte in den chat das wäre sehr lieb. Ja, äh, für morgen aufbewahren? Zu spät. Du meinst jetzt die die Fortspools? Türerwahl? Oh, nee, ich muss sie jetzt noch ausgeben heute hier in der auf der Welt. Ich will die ich will die Medaillen haben für Erweiterung. Aber falls ihr diesen Baum seht, wie gesagt, dann Ach so, für die Ereignisse morgen. Naja, gut, das sind doch äh, drei Stück. Das ist ja kein Problem, die, die einzusammeln morgen. Drei oder fünf oder so. Alle, alles kein Problem. Die sollten sich auf jeden Fall problemlos ansammeln. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen drüber. Ähm, also von daher, ich würde auch den Baum einsammeln, wenn ich ihn finden würde. Aber ich äh, sehe nicht, wo er ist. Okay. Gut, mal schauen, ob man jetzt hier noch schnell irgendwas abschließen kann. Na, naja, die Motivation. könnte man noch flott machen dann gebe ich euch noch mal Gelegenheit auf dem auf der, äh, in der Stadt zu gucken vielleicht seht ihr den Baum irgendwo liegen wo ich ihn nicht sehe und ich mach mal kurz die Motivation einmal die Gilde durchmotivieren. So, jetzt dürfte nicht mehr viel fehlen. Ach doch, fehlt noch einiges. <laughs> ja. Ja. So, jetzt aber. Eins noch. Eins noch. So. Aloha, hey, Freakman. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wie geht's euch denn allen? Mir geht's immer noch gut. Meine Familie hat Corona, aber mir geht's noch gut. Okay, weil sie den Baum auch nicht. Vielleicht, manchmal gibt es auch Anzeigefehler. Vielleicht nachher, wenn wir wieder zurückwechseln in diese Welt, vielleicht sieht man den ganz einfach. Ach, die, die Fortpunkte hätte ich noch ausgeben können. Naja. Gut, also Feldrangier. Eisenzeit Kampfstadt. Ja, 2500 Talern Silber, das wird schwierig. Es sei denn... Ihr seid alle auf meiner Freundesliste und kommt jetzt noch mal schnell in meine Taverne gehüpft. Aber ich glaube, hier brauche ich mir keine Hoffnung machen, die Tagesquest zu beenden. Da werde ich jetzt einfach nur ernten. Schauen wir mal, ob ich irgendwo Diamanten ernten kann. Ah, wie schön, wie schön. Ja, blaue Galaxie abräumen und dann schaue ich mal wo. Da blinkt's, da blinkt's, da kann ich die Diamanten abholen und mit etwas Glück auch verdoppeln. Ja, 100 Diamanten geholt, sehr schön. So, und dann hole ich wieder den Rest über den Blaue Galaxiehelfer. So. Okay, das Alcatraz, äh, habe ich das gerade? Ja, kann ich auch gerade ernten und dann auch gleich leveln. Wunderbar. Und nochmal ernten. Schöne Doppelernte. Dann schalte ich es noch frei, aber ich glaube, es ist nicht mehr in dem Bereich, nee, wo es noch Platz 1 und 2 direkt ohne Probleme äh, belegen kann. So. So, der Rest kann einfach eingesammelt werden. Also so langsam könnte ich hier auch dazu übergehen, das mit, Forge, äh, mit, mit Diamanten einzusammeln. Es wird langsam aufwendiger, die Stadt einzusammeln. So, einmal noch Terrakotta-Armee, dann kann ich die auch gleich nochmal in, in die 1,9er Förderung hier einstellen. Okay, hier. Na, daneben geklickt. So, und was soll's? Ach, naja, nee, ich mach mal nochmal Stundenproduktion an. Denn bis halb eins bin ich bestimmt da. Ich, meine Heizung ist aus. So. Äh, huch. Ich sitze nackt da. <laughs> ja, klar. Immer oben ohne. Immer oben ohne. Ja, das ist ein, ein Pulli, der hat hier so einen komischen Kragen. Das ist aber sehr, sehr schön warm. Hallo Pi erstmal. Hallo Pi. Ja, er äh, streame doch immer nackt. Na? Ist doch klar, Pi. Ähm, ja, ich wollte doch noch in die Terracotta-Armee einzahlen: 37. Zack. Und dann kann ich das in die 1,9er Förderung hier einstellen und nein, hier einstellen. Ach, ja, da habe ich ja wieder zu tun. Das mache ich jetzt aber nicht, das mache ich vielleicht später noch. Ich zahle nur mal kurz bei Gipsy ein, weil das ist einfach. Und das andere, die Chance bei den anderen. Warum ist es runtergerutscht? Das sollte doch hier in meiner ersten Reihe drin sein. Genau, die Chance bei den bei der 1,99 gebe ich jetzt erstmal den anderen, bevor ich da wieder alles abräume. So langsam habe ich es ja auch mit den, mit den Erweiterungen tatsächlich. Es fehlen nur noch drei. Hier könnte ich auch noch aufsteigen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, hier vielleicht heute noch ähm, ins frühe Mittelalter aufzusteigen. Weil das macht jetzt hier schon Sinn, weil ich habe noch jede Menge Wunschbrunnen und auch Jungbrunnen im Inventar, ähm, die ich hier rein theoretisch aufstellen könnte, wenn ich mehr Platz hätte. Ich habe ja hier schon ein bisschen Platz geschaffen, aber das nutze ich jetzt hier mehr oder weniger auch noch im Event so ein bisschen als ähm, Platz, wo ich mal was bauen kann, flott. Aber ich könnte auch mal wieder umbauen und dann entsprechend noch mehr Wunschbrunnen in der Eisenzeitkampfstadt aufbauen. Weil, wenn ich den Platz habe, warum ihn dann nicht auch für Wunschbrunnen nutzen? Dann ist die Eisenzeitkampfstadt gleich noch ein bisschen effizienter. So, irgendjemand ist hier direkt schon in meine Taverne gesprungen. Freakman, vielen Dank. Falls noch mehr von euch auf meiner Freundesliste sind, das ist die einzige Möglichkeit für mich. Diese Tagesquest hier zu beenden, wäre nochmal eine volle Taverne, aber es wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, ich bin gerade hier auf Feldrangier, also falls ihr auf Feldrangier seid und da irgendwie auf meiner Bundesliste, dann gerne nochmal in meine Taverne reinschauen. Es gibt äh, heute ähm, als Spezialangebot äh, White Russian und äh, ein Craft Beer, äh, ein Indian Pale Ale. Das ist heute. Extra von unserem Barkeeper äh, selbst hinten im, im äh, Kämmerchen zusammengerührt worden. Mm. Äh, danke an die Erinnerung an den Rucksack, Diamantrex. Äh, das ist eine, eine gute Erinnerung. Aber vielleicht können wir da gleich noch ein anderes Thema vorziehen. Aber das, ich frage mal euch, wollt ihr, wollt ihr lieber, dass ich aufsteige zuerst sehen oder wollt ihr, ähm, dass ich euch die Kanalpunkte, die ich eingerichtet habe, mal erkläre? Also, dass ich mal darauf eingehe, was man mit den Kanalpunkten bei mir so freischalten kann. Vielleicht äh, könnt ihr einfach mal kurz K für Kanalpunkte oder A für Aufstieg posten in den Chat. Aha, also Freakman ist schon mal für K, K, noch ein K. Okay. Ja gut, dann äh, würde ich tatsächlich erst auf die Kanalpunkte eingehen. <laughs> ja, Stadtbesichtigung, natürlich, natürlich. So, schalte ich mal um. Ähm, ja, Problem, Problem ist aktuell, ähm, dass ich meine... Kanalpunkte noch auf äh, Jagged Alliance 2 konfiguriert habe. Also, ich zeige jetzt euch mal einfach meine ganzen Kanalpunkte hier, die ich habe und ich muss die gerade noch umstellen. Also, ich habe ja beim letzten Mal schon, ähm, schon kurz gesagt, man kann nicht abhängig vom Spiel unterschiedliche P Kanalpunkte ähm, automatisch anzeigen lassen. Also, zumindest wüsste ich nicht wie, aber ich sehe hier auch keine Funktion, die das irgendwie ermöglicht. Obwohl Twitch ja weiß, welches Spiel ich spiele, wenn man es richtig einstellt. Aber jetzt ist hier noch, sind hier noch die falschen Kanalpunkte eingeschaltet. Und deswegen habe ich ähm, hier quasi als Kürzel immer äh, Jagged Alliance 2 oder eben Forge of Empires davor geschalten. Und ich würde die jetzt mal eben umschalten: Jagged Alliance 2 raus, Forge of Empires rein. Jacket Alliance raus, Forge of Empires, Forge of Empires, Forge of em Empires und Jacket Alliance raus. Und nochmal Forge of Empires rein. Wobei ich 250.000 wird wohl noch niemand einlösen können. So, ich hoffe, das ändert sich jetzt auch on the fly für euch. W wenn nicht, müsst ihr vielleicht mal kurz auf Reload drücken. Könnt ihr mir ja vielleicht auch mal sagen, ähm, ändert sich das jetzt direkt bei euch im, im Menü, im Kanalpunktmenü? Hier muss ich reingucken. Aber da ist, meine, da ist mein Chat und ich muss auf, auf eure Antworten gucken. <laughs> Hat sich geändert. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, Tyra, weil ähm, meine Freundesliste ist voll. Das äh, können, wir, können wir gleich noch ändern. Wenn du mich äh, nach der Kanalpunkte Erklärung äh, nochmal darauf ansprichst, dann kann ich, kann ich das gleich nochmal ändern und einen Platz frei machen. Also wenn du mir wenn du eine Freundschaftsanfrage schicken willst, ähm, dann mache ich dir natürlich gerne einen Platz frei. Also, mal zu den Kanalpunkten. Ich habe für einen sehr, sehr günstigen Kanalpunkt einmal die Erinnerung an die Rucksäcke eingetragen äh, für Jagged Alliance 2. Denn in Jagged Alliance 2 ist es relativ wichtig, dass man am Anfang des Spiels äh, die schweren Rucksäcke ablegt, bevor man in den Kampf geht. Also jedes Mal, wenn man in einer Karte ist, wo man Gegner erwartet und sich mit Gegnern äh, prügelt, dann muss man, eigentlich, muss man eigentlich vorher die Rucksäcke ablegen. Und das ist was, was ich eigentlich fast bei jedem Kampf vergesse. Und deswegen... <laughs> deswegen... Ähm, diese Erinnerungsmöglichkeit, das äh, wäre lieb, wenn ihr dann mal vielleicht einen Kanalpunkt opfert, <laughs> wenn ihr bei Jagged Alliance 2 zuschauen zu schauen solltet. Dann habe ich tatsächlich einen einzelnen Lie Liegestütz drin und äh, in, in der Beschreibung auch geschrieben, dass ich die am Blog ausführe und im, im Prinzip ist es der gleiche, nee, es ist teurer, richtig? Hat es Falke für 5000 oder für 2500? Nee, für 5000 inzwischen. Ne? Für 5000 inzwischen. Es ist der gleiche Preis. Ähm, ich habe es jetzt aber gerade ausgeschaltet, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich krank werde. <laughs> Und noch keine Proof-Kamera habe, keine Beweiskamera, ähm, wo ihr mich dann auch äh, Liegestützen machen sieht, seht. Ähm, wobei ich mal gucken wollte, ob die alte Webcam von meiner Frau von 1900. 95 oder so noch funktioniert und dann vielleicht das Bild ganz pixelig übertragen kann. Ja, grüß mich ist von Pi abgeguckt. Ähm, dann sage ich Hallo zu euch. Nichts äh, Besonderes. Ähm, oder vielleicht auch doch. Dann der allgemeine FOE Stadtbesuch. Also ähm, für 3000 Kanalpunkte. Ich geh auf eure Stadt und äh, rede darüber und äh, mach mir Gedanken darüber, ähm, was man da vielleicht noch besser machen kann. Oder ob die schön aussieht oder so. <laughs> Nur ein einzig war, genau. Chris Schuh äh, ist schon der Beste. Ähm. Dann äh, Handfeuerwaffen in Jacket Airlines 2. Das ist so ein bisschen eine Challenge. Ähm, insbesondere für später. Im Moment habe ich so generell äh, fast nur Handfeuerwaffen in, ähm, in meinem kleinen Team. Aber ähm, später kann man dann quasi für einen befristeten, also für eine Runde quasi äh, mich darauf festnageln, dass ich nur Handfeuerwaffen benutze. Ähm, dann... Manueller Kampf in Forge of Empires. Also, ihr könnt mich dazu zwingen, manuell zu kämpfen. Einfach so zwischendrin, wenn ich gerade kämpfen will. Und äh, dann muss ich das da machen an der Stelle. Äh, für diesen einen Kampf. <laughs> ähm, Forge of Empires, dein Thema. Das ist ein bisschen so ähnlich wie der FOE-Stadtbesuch. Nur, dass ihr quasi ein Thema vorgeben könnt, worüber wir dann reden. Also ich mache mir Gedanken darüber, ähm, falls es ein interessantes Thema ist. Ähm, und ich da auch zu Gedanken zu habe, wenn es ein Thema ist, wozu ich nichts sagen kann, das ist natürlich ungünstig, aber ähm, ja, und dann können wir uns vielleicht irgendwie angucken, wenn es irgendwie ein Beta-Thema ist oder sowas, können wir uns angucken, worum es geht und ähm, darüber reden gemeinsam. Dann die Forge of Empires Stadtbesprechung. Das ist so ähnlich wie der Stadtbesuch. Nur, dass wir für die Stadtbesprechung gemeinsam im Discord, im FOE Olymp, äh, darüber reden würden. Also, wer das einlöst, der kann mit in den Sprachkanal kommen und den ziehe ich dann runter in einen geschlossenen Sprachkanal und dann reden wir dort gemeinsam über deine, eure Stadt. Dann Raid vorschlagen, das ist auch so ein allgemeiner. Ähm, Wie nennt man das? Äh, so ein kanalpunkte dings was man einfach hier ein einschalten kann von Twitch, was schon vorgegeben ist. Also falls ihr irgendjemanden kennt, der gerne mal gerated werden soll, ähm, dann könnt ihr das vorschlagen. Das geht einmal pro Stream und ähm, dann reden wir anschließend diese Person. So, dann Twitch-Follow ist auch so ein eher so ein allgemeines Ding. Das habe ich gesehen, dass ich einfach zurückfolge. Äh, Jagged Alliance 2, Lass krachen. Ähm, das, ist, das ist auch bei Jagged Alliance 2 ähm, ein Zwang, eine Aktion äh, mit einer Granate oder einem Sprengstoff, was vorhanden, vorhanden ist, äh, auszuführen. Also die Söldner, die können ja Granate und Sprengstoff haben. Im Prinzip müsste ich diesen, diesen Knopf aktuell bei Jagged Alliance 2 immer noch ausschalten. Weil ich noch gar keine, keine habe. Also, wer das äh, nutzen würde, hätte halt seine Kanalpunkte verschenkt. Aber man kann die, glaube ich, auch zurückzahlen, so wenn, wenn ich das bei Josie äh, richtig verstanden habe. So, dann haben wir äh, dein Command. Das ist ja auch abgeguckt von den anderen. Ne? Also, wenn ihr das einlöst, dann ähm, werde ich ein Command eurer Wahl erstellen. Also, zum Beispiel einen netten Text zu euch oder irgendwas anderes. Einen Link, auf den ihr hinweisen wollt oder weiß ich was. Weil so einfach Links posten kann man ja nicht. Aber dann könnte man quasi über den Command einen Link posten. Also zum Beispiel jetzt einen Link auf euren Twitch-Kanal oder sowas. Äh, Co-Moderator. <laughs> Co-Moderator ist im Prinzip so ähnlich wie die, der Stadtbesuch. Nur, dass ihr im Prinzip, wenn ihr das freischaltet, dass wir gemeinsam ins Discord gehen und gemeinsam weiterreden. Ich habe jetzt hier auch noch keine Frist drin oder sowas. Das ist ein bisschen ein Experiment. Also, es kommt ein bisschen darauf an, ob das gut funktioniert. Und äh, wenn da jemand mal mitquatschen will, ähm, ja, und mit die, den, den, den Sendungsinhalt bestimmen will, dann wäre das vielleicht was für euch. Aber. Wenn er dann nur Quatsch, Quatsch gelabert wird oder sowas, dann oder also, ja, keine Ahnung. Also irgendwas, was eher abschreckend ist oder weiß ich was, dann äh, würde ich das auch beenden an der Stelle. Vielleicht auch die Kanalpunkte zurückerstatten. Das hängt dann von der Person ab, würde ich sagen. <laughs> genau. Ähm, so, und FOE, dein Video. Äh, mein mein äh, Top-Preis quasi ist ähm, ein Efe, eigenes FOE-Video, was ich dann ähm, für YouTube produzieren werde. Und da könnt ihr im Prinzip ein Thema vorschlagen. Und dann werde ich zu diesem Thema ein YouTube-Video machen. Das ist die Idee hinter diesem Punkt. Genau. Und das muss natürlich teurer sein. Ähm, weil das natürlich mit einigem Aufwand verbunden ist. Ja, ja das sind die Kanalpunkte. Pommespirat hat mir geschrieben, deswegen äh, zeigt es hier der, äh, der Reiter. Genau, das wollte ich euch zeigen, ähm, welche Kanalpunkte ich mir ausgedacht habe. Achso, hier unten ist natürlich noch die Nachricht hervorheben. So was gibt's. Habe ich halt auch aktiviert bei den anderen ja macht es halt macht es halt vielleicht noch nicht so viel Sinn weiß ich nicht ähm, ich bin ich bin halt nicht sicher was das hier zum beispiel ist also kann man da als nicht -Abo nicht abonnent ein Abo-I-Mode benutzen oder wie wie ist das gedacht und in welchem Kontext Kontext äh, kann man das benutzen dann? Kann man das dann für immer benutzen oder für eine befristete Zeit oder wie ist das? Moment, ach so, 24 Stunden lang, ach so. Naja, das ist ja, das kann man ja auch aktivieren. Keine Ahnung. <laughs> Äh, Nachricht nur im Abo-Modus senden. Das kann man hier lesen, ne? Tippe eine Nachricht unten. Um sie an den Chat-Einschränkungen. Ich habe keine Chat-Einschränkungen. Außer keinen Links posten, aber das ist, glaube ich, automatisch aktiviert. Ich denke mal, das wird da auch nicht äh, gemeint sein. Emo zum Entsperren auswählen. Äh. Äh. Habe ich, glaube ich, nicht. Von daher. Macht es keinen Sinn, dass ich das aktiviere? Ändern eines einzelnen Emotes. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ach so. Ach, das mit dem. Ja. Können wir uns auch nochmal an anschauen, Pommes Pirat. Können wir uns auch nochmal anschauen, Pommes Pirat. Ähm. Eine private GVG-Nachhilfestunde. Ähm, ja, ja, also kann man, kann man machen. Kann man aber auch vielleicht einfach in, in dem Rahmen machen. Allerdings ist das, also es wäre dann keine Nachhilfestunde, sondern für, für eine gewisse Zeit. Da müsste man schon ein relativ konkretes Thema haben. Ja. Aber an sich, ja, wow, vielleicht keine so schlechte Idee. Ich schreibe es mir, mir erstmal auf. Ich habe mir ja auch beim letzten Mal noch Commands aufgeschrieben, die ich äh, noch einbauen wollte. So richtig auf. Richtig auf Papier mache ich das. Und dann denke ich mal darüber nach, in welchem Rahmen man das machen könnte. Also sowas könnte man natürlich dann auch, äh, auch streamen. Also wenn man, wenn man schon eine, sich, sich mit GVG beschäftigt, irgendwie intensiver, dann kann man das natürlich auch, auch streamen. Und äh, das wäre dann vielleicht interessanter, als wenn man das nur zu zweit macht. Aber dann wäre das quasi, oder dann, also man entweder man, man würde es halt in dem Rahmen machen, also man könnte es halt in dem Rahmen machen, dass man sagt, okay, wie geht äh, BAs Stellen in, in, im GVG oder sowas als Thema? Oder man macht es in dem Rahmen, Co-Moderator. Also, würde halt auch gehen, dass man, dass man sich vorher darauf einigt auf ein Thema. Keine Ahnung. Aber eigentlich eine ganz gute Idee. Ich hoffe, ich, da ich jetzt ja relativ viele ähm, Kanalpunkte, Belohnung, Belohnungsdinger da drin habe, ähm, ich hoffe, das ist noch einigermaßen übersichtlich und äh, wird nicht irgendwie unübersichtlich in dem Menü. Also ich glaube, äh, die anderen, bei denen ich mal bei denen ich geguckt hatte, was die so als Kanalpunkte Belohnung anbieten, die hatten alle deutlich weniger drin. Also nicht, dass das dann dadurch irgendwie ein bisschen unschön ist oder sowas? Ja, aber das könnte ja mal also sind mehr Kanalpunkte Optionen gut oder eher überwältigend irgendwie. Ja. Und äh, von daher äh, und findet ihr die Ideen, die ich jetzt habe gut. Oder habt ihr noch weitere Ideen, wie Freakman jetzt eine gute Idee reingebracht hat? So. Ähm, ich gehe mal eben zurück. Meine. Im Mogulreich einsammeln. Das sieht übrigens dieses Jahr, äh, dieses Jahr, dieses Mal äh, wieder besser aus hier bei mir im Mogulreich. Denn ähm, ich habe jetzt noch drei Tage und ich bin auf dem guten Weg. Ich bin auf dem guten Weg. Mir fehlen nicht mehr so viele Güter, um die Welt fertigzustellen. Also ich glaube, ich könnte es schaffen in den drei Tagen wenn ich jetzt nicht noch irgendwas verpenne. Ich habe ehrlich gesagt, wie fast immer, nicht so wirklich darauf geachtet, dass ich auch im, im Zeitrahmen bin, ähm, um jetzt ähm, Gold zu schaffen. Aber ja, wenn es klappt, ist halt nett. Ich brauche jetzt vor allem noch. Ach nee, Lotus ist es ja gar nicht. Ich brauche Gewürze. Gewürze brauche ich vor allem. Gut, dann stelle ich hier noch eine zweite Gewürzhandlung hin. Und da oh, noch ein Baldachin wollte ich gerne aufstellen. Geht das, wenn ich das ein bisschen umbaue? Wahrscheinlich schon, aber es ist ein bisschen verkorkst. Ich müsste halt nochmal irgendwo ein Barwan hinstellen können. Hier sind. Da ist ein bisschen Platz übrig und da unten. Hm. Not so easy. Äh, 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 äh. Oder ich reiß noch einen Chartri ab. Dann klappt es auf jeden Fall und dann klappt es auch sofort. Dann klappt es auch sofort mit dem Baldachin und da muss ich mir nicht groß Gedanken drüber machen. So. Okay. Nicht ideal, aber okay. Gut. So, in einer Stunde. Achso, das Baldachin muss natürlich noch angeschlossen sein. Naja, ganz so. Geht es dann doch nicht. So. In der Stunde kann ich dann noch mal ernten und dann sind die Dinger fertig und dann kann ich die für morgen einstellen. Jetzt habe ich hier schon die äh, 8 Stunden Produktion angestellt. So, die wahrscheinlich anderen haben wahrscheinlich mehr Allgemeine. Wie Wein trinken geht immer? Ja, ähm, geht. Aber ich habe ich hab oft, oft kein Alkohol im Haus. <laughs> da muss ich das immer an- und ausschalten. Aber muss ich, ja, muss ich ja mehr oder weniger eh. kriegt noch einen Besuch. Na, ist noch jemand da? Das war jetzt meine treue Prüfung. <laughs> Ah, ja, Tyra, weil falls du noch da bist, äh, wünsche ich dir eine gute Nacht. Ja, ähm, wir hatten ja ein kleines äh, Problem, Familienproblem, und jetzt ist alles wieder gelöst. Vorerst, denke ich. Mm. Ja, nichts Schlimmes. Aber ähm, ja, ich, es, ich brauchte ein bisschen, um, um weiterzumachen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich nicht da war. Halbe Stunde oder so bestimmt oder so, ne? Ja, äh, ist natürlich blöd. <laughs> Halbe Stunde Standstream. Stun -Stun ähm, aber ich hoffe, ihr habt einfach noch was nebenbei gemacht. Zum Beispiel Forge of Empires gespielt. Oder so. Aber äh, schön, dass ihr noch da seid. Ähm, Samson, du hattest, glaube ich, heute noch nicht geschrieben, von daher sage ich ein äh, Hallo an dich. Und äh, auch ein Hallo an Jockeltraut, da ich dich auch noch nicht begrüßt habe. Ähm, ja, wo waren wir denn eigentlich, bevor ich gegangen bin? Was habe ich denn da gemacht? Achso, ich habe hier glaube ich noch ein bisschen GG spielen wollen oder so. Ach nee, ich habe die das Mogulreich genau. Mogul eingesammelt. Genau, Mogulreich eingesammelt. Jetzt ist es schon wieder kurz vor kurz vor 0 Uhr und hier gibt es auch gar nichts mehr zu tun. Da hat sich meine Gilde schon überall drum gekümmert. Oh. Alles geholt. Aber hier oben noch. Na dann, wenn wir hier noch ein bisschen drauf kloppen. Also ich. Wobei das jetzt hier auch nicht. Ja, das ist, glaube ich, mäßig interessant für den Stream. Aber die Zermögung geht natürlich auch gut hoch. Ich habe ja keiner. kein Lager hier anscheinend. Oder doch. Ja, aber keins gebaut. Nur ein Slot, ein leeren Slot. Ah, hopp, hopp ins HMA. Ja, gut, Freakman. Ich gehe noch auf 50. Ich gehe noch auf 50. Danach kostet es eh dann Einheiten. Muss man ja nicht. Muss ja nicht nur Einheiten verlieren. Vielleicht gibt es ja nochmal 10 Forge-Punkte. Ja, ja, ich verliere eh schon Einheiten. <laughs> Eins. Zwei. Aber nur, weil ich nicht die kaputten Einheiten ersetzt habe. Drei. Ja, da kann ich noch mal versuchen. So, und jetzt geht mir der Agent drauf. Okay. So. Hop, hopp ins HMA, sagst du so. Aber geht gar nicht. Geht gar nicht, Freakman. Denn ich muss noch ähm, Forge Bowls ausgeben, bevor ich das verpasse. Ähm, denn hier bekomme ich gerade Medaillen auf der Nebenwelt. Und ich möchte mir gerne die Medaillenerweiterung holen. Oh, ich muss noch runterscrollen. Ja, so. Und deswegen muss ich hier leider auch noch ein bisschen Event spielen. Zack, Quest erledigt, aber es ist ja gar keine Event Quest. Ach, war ja gar keine Event Quest. Wäre ja nicht so dringend gewesen. Genau, also muss ich hier noch ein bisschen Event spielen ähm, für die Medaillenerweiterung. Hm. Ja, das Hauptgebäude nehme ich so mit. Ist halt eher so die Frage, ob ich das äh, längerfristig überhaupt stehen lasse. Weil das ja hier die Wunschbrunnenwelt wird, die jetzt sogar schon vier Wunschbrunnen. Oh, jetzt habe ich mich wieder mal verklickt. Schon äh, vier Wunschbrunnen hat. Aber die Idee ist jetzt erstmal, dass ich mir. So viel wie möglich Platz besorge, um auch da Wunschbrunnen aufzustellen. Ähm, ich will gar nicht so wirklich viele Eventgebäude und so hier haben, weil ich früher oder später die ja auch gar nicht mehr ähm, aufgestellt haben will, wieder verklickt, weil ja da ein, einfach alles äh, voller Wunschbrunnen sein soll. Ein bisschen die Frage ist natürlich, oder das große Fragezeichen ist natürlich, wann ähm, dieses Ziel erreicht werden kann, nachdem Inuja jetzt den, ähm, den Output, wie nennt man das, die Chance, Wunschbrunnen zu gewinnen, dann doch deutlich reduziert hat. Vielleicht kommt auch nochmal ein Event, wo das dann wahrscheinlicher ist, dass man Wunschbrunnen gewinnt. Oh, das war jetzt eher nicht so gut. Naja. Aber im Moment ist es, eher ein, ist es eher auch ein Marathon, also wie Forge of Empires spielen, eine Wunschbrunnenstadt aufzubauen. Da man sie einfach oder nicht einfach in einem Event an einem Tag als Tagespreis abräumen kann. Und von daher mal schauen, wann ich diesem Ziel überhaupt näher komme. Dass ich hier auch einigermaßen viele Wunschbrunnen habe. So, ich glaube, so 1000, äh, 2000 äh, Fortspuls habe ich schon verbraten. Und ich denke mal, ich werde bestimmt so eine, eine Erweiterung äh, auf jeden Fall freischalten können nach Abschluss des Ganzen. Ich weiß nicht, wie weit ich hier schon fortgeschritten bin. Von daher kann ich das relativ schlecht abschätzen, gerade wie lohnend das hier jetzt gerade eigentlich ist. Freakman, ich höre noch auf dich. Nur noch nicht sofort. Ähm, und äh, die Medaillen sind halt dann weg, wenn ich jetzt noch zehn Minuten länger warte. Oh. Wichtiger wäre natürlich jetzt an der Stelle eigentlich noch, wenn es Wunschbrunnen gäbe als Tagespreis, aber die gibt es halt nicht. <laughs> mal gucken, ob es die nochmal gibt. Und Schrumpfkits sind ja auch nett. Ich meine, ich habe ja tatsächlich jetzt schon einige Wunschbrunnen schrumpfen können. Vier Stück. Und von daher war es ja gar nicht so schlecht, dass ich die Wunschbrunnen Schrumpfkits bei dem... Event davor ähm, freigespielt habe. Das nächste Event wird das St. Patrick's Day Event. Da gibt es dann gar keine Tagespreise. Aber es wird in der. Ähm, also es gibt Wunschbrunnen. Ein mindestens. Ah, Fragmente. Darauf habe ich ja jetzt gar nicht geachtet. Es gibt ja hier auch den mit den Wunschbrunnenfragmenten. Da muss ich mal, noch mal drauf achten, welcher das ist. Und dann vielleicht doch gezielt auf den spielen. Der 60er. Der ist das hier. Sam... Wie heißt der? Egal wie der heißt. Doch Samuel. Für 60. Okay, denn auf den muss ich mal achten. Wenn es den gibt, dass ich dann... Äh, dann vielleicht doch auf den Spiele. Ja. <laughs> ich sag drauf ich muss darauf achten und äh, im, bei der nächsten gelegenheit mache ich es natürlich schon falsch. Ja da habe ich es versehentlich richtig gemacht, aber es waren dann doch hier jetzt mache ich es mit Absicht richtig und bekomme aber auch keine So. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ähm, beim, beim letzten Mal habe ich tatsächlich gewartet, aber die Hoffnung ist dann da doch leider gestorben. Weil ja auf, der Beta, äh, auf dem Beta-Server dann ähm, an einem Tag tatsächlich der Tagespreis auch ein Wunschbrunnen war, ein Wunschbrunnenfragment bekommen. Dann sammle ich, mich, ich mir die, die Wunschbrunnen halt über Fragmente. Noch eins. Ähm, genau, da habe ich gewartet, aber da gab es dann nichts. Gab es dann auf der Live-Welt keinen Wunschbrunnen, Schrumpfkit-Fragment. Und dementsprechend habe ich dann halt irgendeinen Kack mir eingelöst, glaube ich. Na, ah, wieder verpasst. Weil ich ja die Fortspuls am Ende noch ausgeben musste. Ah, Fragment. des Wissensfragment ist mir dann relativ egal. Aber zumindest so kann man hier ähm, ein bisschen auf Wunschbrunnen spielen. Nochmal ein Fragment. Ähm, indem man Schrumpfkit-Fragment vielleicht zumindest einen wun weiteren Wunschbrunnen über die Fragmente holen kann. Schrumpfkit. Schauen wir mal, ob es reicht für einen weiteren Wunschbrunnen, ähm, wenn ich durch bin. Ja. Da gibt es mal die 300 Medaillen wieder. Aber jetzt habe ich es auch gleich geschafft. Warum klingelt jetzt mein Wecker? Schon wieder die, das Mogulreich fertig. Ach, ich sehe mich schon wieder bis 1 machen. Weil wir kriegen das ganze Programm hier gar nicht unter innerhalb der nächsten Stunde. Jetzt habe ich äh, mindestens eine halbe Stunde oder so verpasst. Oder so. Und reicht nicht mehr. Oh Gott, reicht nicht mehr. Äh, nach 0 Uhr dann nochmal. <laughs> aber nach 0 Uhr gibt es ja den anderen pra Tagespreis, aber ist egal. Ist egal. Die Fragmente, da sollte ich darauf achten, ähm, dass man vielleicht, dass ich wirklich auf Samuel gehe ähm, in den nächsten Tagen und dann vielleicht noch die Fragmente bekomme. Ja, äh, in der Gags auf jungenboden Das stimmt, Freakman. Ist mir auch schon mal aufgefallen ist mir auch schon mal aufgefallen habt ihr inzwischen vielleicht gesehen oder hat sich hier das das Bäumchen irgendwo gezeigt ist es mal irgendwo aufgeblitzt oder so aber dann müsste ich halt die Gags äh, gut durchspülen können und das ist ah, das ist auch eher ein Problem ich bin näher rangekommen, sagen wir es mal so. Ich bin näher rangekommen an, ein weiteres, an einen weiteren Wunschbrunnen und ich habe eine Siegerweiterung freigeschaltet. Und bin auch relativ dicht an der nächsten. Also hat sich doch einigermaßen gelohnt. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich die Forge-Punkte unterbekomme. Ja, das muss ich mir mal anschauen. Öffne ich mir mal nebenbei, aber das schaue ich natürlich nicht jetzt. Nein, 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 keine Werbung hier. So. Okay. Und dann gehe ich nochmal auf die Hauptwelt. Ja, die Fortschritte muss ich immer noch ausgeben. Schnell Hauptwelt. B -b -b. Gut, reicht, noch nochmal eine Stunde reinhauen. Habe ich das schon mal gemacht hier? Das ist meine Spezialfähigkeit. Ich kann meine Uhr mit meiner Nase steuern. Das ist nämlich eine Nase-Watch. Und ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt, weil ich nicht Stundenproduktion angemacht habe, wie ich das eigentlich wollte. Sondern schon die 8-Stunden-Produktion gestartet habe. So. Ich hoffe, ich habe alle erwischt und nochmal zurückgeändert. Ne, ich glaube nicht. Den hier nicht. Und den da nicht. So. Okay. In den Jaderelikten gibt es auch eine Chance. Ja. Hm. Ist so ein bisschen die Frage, so sollte ich dann auf meiner Wunschbrunnenwelt vielleicht dann noch einen Relikttempel bauen, um, um tatsächlich eher auf Jungbrunnen zu gehen, um das schneller zu erreichen, dieses Ziel? Vielleicht kann man ja dann irgendwann später den Relikttempel abreißen, um Platz zu schaffen für mehr Jungbrunnen und mehr Wunschbrunnen. Aber bis dahin das doch erstmal bauen. Ist sicherlich, äh, ist sicherlich eine Möglichkeit, die man jetzt in Betracht ziehen sollte, wenn man Wunschbrunnenwelten aufbaut, wenn Inno einem nicht mehr die Wunschbrunnen so hinterherwirft. Also, denke, da sollte man drüber nachdenken. Danke für den, danke für den Hinweis, äh, Freakman. Ich denke da drüber nach und mache das vielleicht auch so. So, kurz noch auf Wallstrand. Da habe ich nämlich auch noch nicht die Tagesquest gestartet. Gibt es aber auch nicht wirklich was Lohnendes. Ja, einmal einsammeln. Oh, es geht nicht. Es hängt. So, jetzt geht's. Einmal einsammeln, gucken, wie es jetzt aussieht. Ne, niemals. Niemals, aber hier gibt es schöne, schöne, viele kleine Ereignisse noch. am Strand müssten ja nur noch einige sein. Da einer, da einer und einer im Wasser. Da oben. Okay. Gut, das kann ich auch noch, auch noch bauen. Zehn Fortschritte loswerden, das ist hier zum Glück einfach. Levelt mal eure Opsis, bitte. Danke. Bitte danke bei Gelegenheit. Das ist gut für die Gilde habe ich mir sagen lassen von Diamantrix. der kennt sich mit gilden aus. Ja so und jetzt klicke ich schon mal Uceria an und gehe aber trotzdem noch mal vorher auf die beta beta beta. Und dann habe ich es wahrscheinlich auch nicht mehr geschafft, nee, jetzt ist es 0 Uhr, am, am Donnerstag aufzusteigen. Aber ja, idealerweise macht man das ja Donnerstagmorgens, aber da hätte ich erst recht keine Zeit. Und deswegen mache ich es jetzt am Freitagmorgens, sehr früh morgens am Freitag. Das mit dem Einsammeln hat zum Glück geklappt, weil ich gestern nach 0 Uhr noch eingesammelt habe. So, okay, mit dem bin ich fertig, aber das habe ich gerade nicht zu stehen. Und ich wollte hier noch die Häuser ersetzen gegen die neuen Häuser. Da kann ich dann in einer Stunde auch nochmal reingucken. Ihr könnt mich ja vielleicht noch erinnern, falls ihr in einer Stunde noch dabei seid. So, und jetzt habe ich nochmal. Ach nee, das ist ja die Beta-Welt. Äh, ich bin ja gar nicht auf der Beta. Mensch. Ich bin ja gar nicht auf der Beta. Ich bin ja auch schon auf. Schon auf. Äh, auf der Classic-Welt gewesen. So, das ist die Beta-Welt. Hier nochmal kurz einsammeln. Hier war ich tatsächlich schon und habe auch den, den Tagesdinges hier äh, gestartet. Und das sollte ich hiermit auch beendet haben. Aber ja, da war ich, da war ich schon auf der Beta-Welt, weil ich dazu ein extra Browser-Fenster aufmachen muss und das nicht so durchswitchen kann mit dem Schließen und. Öffnen. Dann bin ich aber nicht dazu gekommen, die anderen Welten mir anzuschauen. Von daher, genau, habe ich die anderen Welten eben noch nicht angeschaut. <laughs> Sounds hört sich logisch an. Okay. Leider nichts für 10. Gut, dann wandert das hier in eine Kette. In eine Kette. Furchtbare Kette. Und das wandert noch in Mainz. So, dann kann ich Beta für heute abhaken. Und dann sind wir auf der Classic-Welt. Und ich habe jetzt hier nette 31 Forge-Punkte, die ich dann auch direkt verwerten kann, die ich jetzt hier nicht ausgeben werde. Sondern die ich versuchen werde, dann. In sinnvolle Forschung zu stecken. Wenn ich jetzt hier aufsteige. So, also die Quest des nächsten Tages ist bereits abgeschlossen. Ähm, alles ist auf Kante schon erforscht. Ich würde jetzt direkt die Berserker freischalten. Das ist die leichte Einheit. Ist jetzt nicht besonders gut aber sicherlich nett wichtig ist denke ich die schwere Infanterie und die Reiter ach nee, die Reiter sind ja im frühen Mittelalter die mit den ähm, die Bogenschützenreiter also es ist es hier wahrscheinlich vor allem wichtig mit äh, an die schwere schwere Infanterie zu kommen und an die Bliden aber das wird, werde ich wahrscheinlich nicht jetzt schaffen, auf die Schnelle. Aber ich kann schon mal, ich kann schon mal die Berserker freischalten und mich dann über meine Aufstiegsbelohnung freuen. Dieses Bild sieht man ja sehr, sehr selten. Also ich zumindest. Ich kriege nochmal 10 Forge-Punkte dazu. Sehr gut. Und. Kann mir hier auch direkt zwei Sachen freischalten, die ich jeweils nicht habe, wenn ich das richtig sehe. Oder genau, Hanf. Hanf, das wäre ein gut, was ich habe. Und Salz. Also, ja, kann ich zwar freischalten, aber ist im Moment noch nicht so, so nützlich. Und <laughs> den Alchemisten. Der ist sogar sehr wichtig gerade, denn ich hänge bei den Quests an einer Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Jetzt bin ich im Hochmittelalter, wird mir direkt ein Angebot gemacht, das ich dankend ablehne. Und zwar bin ich hier an der Stelle, wo ich ein Kulturgebäude, eine Dekoration, eine Technologie erforschen muss. Oder eine Technologie. Die Technologie habe ich doch jetzt schon erforscht die ein kulturgebäude Gebäude freischaltet ach so das habe ich nicht ähm, und in der ich gift produzieren muss also ich hätte eine andere technologie mir offen lassen können die ein Techno eine technologie ähm, die ein kulturgebäude freischaltet und dann hätte ich hier schon mit den quest schon weiterkommen können mit der hauptquest ähm, aber dadurch dass ich schon alles erforscht hatte konnte ich noch nicht weiterkommen mit der hauptquest Vielleicht sollte ich damit auch ein bisschen vorsichtig vorgehen mit den Forschungen und ein bisschen gucken, was die, wie die Hauptquest überhaupt so weitergeht, um mir vielleicht auch schon im Hochmittelalter dann Einheiten des nächsten Zeitalters holen zu können. Da müsste, ich mal, da müsste ich auch mal durch die Quest gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht so ewig weit forschen, aber ich habe auf jeden Fall auf die Alchemisten gewartet, um jetzt hier diese nächste Nebenquest abschließen zu können. Viermal Gift und zweimal Tränke produzieren und ich habe sogar auch schon den Platz um Alchemisten zu bauen. Dazu könnte ich mal das auch ein bisschen so verschieben und dann kann ich hier oben noch mal zwei, na da vielleicht doch nur eins. Alchemistenlabore hinsetzen. Aber hier könnte ich jetzt zum Beispiel zwei bauen. Und dann hätte ich vier und ich brauche ja jeweils vier zum Abschließen. Na, viermal Gift und zweimal Tränker. Genau, ich nehme mal an, das sind die 5 und 15 Minuten Produktion. Aber ist, wenn ich das richtig sehe, äh, kann ich die eh erst morgen früh angehen, gehen, diese Quests. Gut, dann kann ich vielleicht die andere Quest beenden und zwar eine Dekoration des Hochmittelalters. Da kann ich nämlich den Zaun bauen. Und dann bekomme ich direkt drei getrocknete Kräuter. Und jetzt soll ich vier Einheiten rekrutieren. Da steht nicht, welches Zeitalters die sein sollen. Da könnte ich mich jetzt natürlich des Tricks bedienen und eine Speerkämpferkasade Kaserne aufstellen. Und dann kann ich nämlich diese Quest auch noch machen. Das sollte von den... Genau, das reicht auch noch von den Einwohnern. So. Im HMA gibt es keine Einheiten aus den höheren Zeitaltern. Okay, Samson. Das kann sein. Es gibt ja immer so gewisse Zeitalter, wo man das machen kann. Und es kann sein, dass man das im HMA nicht machen kann. So. Ähm, was hat Freakman noch geschrieben? Ja, wenn ich Steckebacks Stufe 4 äh, spiele, dann kriege ich durchschnittlich noch 200 Dias. Yes. Das ist richtig. Ich versuche auch überall womöglich die Gags durchzuspielen, aber in also auf A ist meine Kampfkraft noch zu, zu, zu schwach, um das zu machen. Das schaffe ich das noch nicht. Sicher war ich vor, vor zwei Wochen. Was meinst du? Was, was warst du vor zwei Wochen, Samson? Leichter. Leichter und ganz nach hinten und löschen und löschen. Zack. Achso, du warst im HMA vor zwei Wochen. Okay. Ja gut, dann hast du das quasi schon einmal vorprobiert. Was liegt hier eigentlich hinter dem Zaun? Das ist ja nicht nur ein Zaun, da liegt ja auch irgendwas. Was soll das sein? Äh, Melonen? Zermatschte Melonen? Oder irgendwie nur Blumen? Ich kann es nicht erkennen. So, also hier, hier spiele ich beis beispielsweise die Gildenexpedition durch auf der Classic-Welt, aber da sind meine Kampf oder ist meine Kampfkraft inzwischen auch relativ stark. <laughs> auch wenn ich jetzt verloren habe. Äh, ja, schön. Güter des neuen Zeitalters. Nochmal zwei Einheiten rekrutieren und ein kulturelles Gebäude freischalten. Ja, das müsste man, muss man ja hier öfter machen. <laughs> also, man kann, kann man auch im frühen Mittelalter Einheiten aus dem Hochmittelalter bekommen. Aus der Quest. Weil das hätte ich ja jetzt machen können, hätte ich mir die Option offen gelassen. Hm. Hätte ich mir die Option offen gelassen. Na ein Technologie freizuschalten, wo ich ein kulturelles Gebäude erforsche, aber dann hätte ich halt in dem alten Technologiebaum da entsprechend äh, solche Technologien äh, offen lassen müssen. Zweimal. Auch nicht. Okay. Okay. Dann habe ich es zumindest auch nicht verpasst. So. Jetzt wollte ich nochmal zweimal Einheiten produzieren, zumindest äh, vorbereitend. Leicht auf leicht schalten und die beiden nochmal löschen. Und dann schauen wir mal im Technologiebaum. So, ich komme ja jetzt hier noch nicht besonders weit, aber vielleicht sollte ich mir zumindest die Seilerei freischalten, weil das kann ich mit den. Forgepunkten direkt machen. Oder doch die Salzmühle. Das ist ein 3x4-Gebäude und die Seilerei ein 2x3. Das kann ich mir definitiv auch hinstellen. Dafür habe ich den Platz. Aber nicht die Einwohner. Hm. <laughs> den Platz aber nicht die Einwohner, weil ich jetzt gerade die Alchemistenlabore aufgebaut habe. Ja nicht optimal. Nicht optimal. Ich kann ja ich kann schon mal äh, Schindelhäuser vorbauen. auch dann für morgen aber auch nur zwei Stück aber das reicht ja dann auch noch nicht ich muss ja dann noch mehr noch mehr Platz für Einwohner schaffen aber es kann sein, dass ich die Alchemistenlabore relativ rasch wieder abreißen kann Wobei ich die wahrscheinlich noch für andere Quests brauchen werde. Also zumindest eins sollte ich schon stehen lassen. Wie viele Einwohner braucht denn so ein Alchemistenlabor? Nur 40, das sind jetzt auch nicht besonders viel. Ich könnte natürlich Platz schaffen, indem ich die älteren Produktionsgebäude abreiße. Das würde ich sowieso machen. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich da vorgehen könnte einfach ältere Produktionsgebäude abreißen und mir dadurch Platz schaffen. Hier kann ich schon mal noch mal was umbauen. So ist es, glaube ich, ein bisschen besser gestaltet. Okay. Ja. Im SMA kriegt man Collo-Einheiten. Gut. Hast du auch parat, was man dafür beachten muss, wenn du das so genau weißt, was man oder wo in welchem Zeitalter man welche Einheiten bekommt? Also man muss sicherlich ein paar Technologien offen lassen. Das ist ja immer so der Fall. SMA und Kollo. Das sind wie viel Zeitalter? Ein Zeitalter, nächste Zeitalter. Okay. Ist jetzt nicht so weit, aber man muss bestimmt trotzdem Technologien offen lassen, um sie dann zu erforschen und nicht aufsteigen zu müssen. Ah, <laughs> ich habe verloren, weil ich aufgestiegen bin und kriege jetzt ähm, stärkere Gegner. Und habe jetzt nicht, nicht mehr immer nur 0% Gegner. Deshalb, Deshalb habe ich verloren. Okay. Dann kann ich es ja so wie äh, so wie Josie machen und äh, hier drauf drücken, eine Armee selektieren, angreifen und den Kampf aufgeben. Aber dann falle ich in der Rangliste. Die Belohnung kriege ich trotzdem, aber ich falle in der Rangliste. Hm. Nee, eigentlich. Lieber nicht. Lieber nicht. Okay. So, Aachener Dom kann ich fertig bauen. Und dann werde ich die restlichen Vollpunkte jetzt auch in, in eins dieser Gebäude investieren. Da brauche ich 360, äh, hier brauche ich auch 460. Sandsteinhaus ist auch nicht schlecht. Dann habe ich schon mal die nächstbesseren Häuser. Da passen 94 Einwohner rein. Vielleicht ist auch das die beste Option. Dann würde ich nämlich direkt Sandsteinhäuser bauen statt der alten Häuser, der Schindelhäuser. Aber die haben auch mehr Einwohner. Ne, dann ist es tatsächlich nicht die bessere Option. Okay. Gut. Dann schalte ich jetzt hier frei. Und werde morgen dann versuchen, die Stadt schon mal so umzugestalten, dass ich vielleicht die Seilerei aufstellen kann. Wobei, mir ist gerade noch eine Idee gekommen, ich könnte ja mal gucken, was ich noch an Produktionsstätten aus der Eisenzeit habe, weil die brauche ich ja jetzt nicht mehr, da ich jetzt nur die aus dem Frühen Mittelalter und dem Hochmittelalter noch brauche. Und wenn ich jetzt noch Produktionsstätten, Güterproduktionsstätten aus der Eisenzeit habe, dann kann ich die natürlich löschen. Ich habe zum Beispiel ein Juwelier noch und das ist auch alles. Wo steht der Juwelier? Dort. Okay. Das wäre dann ein guter Platz für, für zwei. Zeile rein, aber kann ich mir halt von den von den Einwohnern nicht leisten. Im Moment zumindest. Im Moment zumindest nicht. Gut. Schauen wir mal, ob ich hier vielleicht noch mehr Platz schaffen kann für Schindelhäuser, um das morgen relativ sicherzustellen. Dass es auch klappt. Und ich kann die Alchemistenlabore erstmal dorthin stellen. Okay, und dann kann ich hier nämlich auch nochmal zwei Schindelhäuser aufbauen und dann gucke ich mal morgen, wie ich das am besten mache. So, das geht fast automatisch. Man muss die, nur die Karte der Kontinent machen, Kontinente machen und die Bonusquest. Also geht es da dann nicht weiter, also äh, geht es gar nicht über die Kampagne, gar nicht, geht es gar nicht über die Hauptquest, sondern nur über die Karte der Kontinente und die sich durch die Karte der Kontinente selbst freischaltende Bonusquest. Oder äh, ersetzt die Bonusquest eine andere Questreihe? Okay. Ja gut, dann muss man nur weiter. Aber warum geht es dann nicht im Hochmittelalter, wenn man jetzt, wenn man jetzt entsprechend weiterkämpft? Warum würde sich dann die Quest nicht freischalten? Das frage ich mich jetzt an der Stelle, wenn es tatsächlich eine neue neuen Questgeber gibt, einen dritten dann. So wie das war ja hier bei dieser einen bonus Quest auch so. Wo man, wo man am Ende 100 Diamanten oder so bekommen hat. Ich glaube, 100 gab es hier am Ende. Was steht es noch da? Ne, doch, 100 Diamanten, genau. Da hat man ja, glaube ich, auch nochmal einen eigenen Questgeber gehabt, während man diese Quest gemacht hat. Und der ist dann wieder weggefallen. Die Quest hängt am Hauptquartier. An der Hauptquest hängt die Quest. Also man muss mit der Hauptquest an einem gewissen Punkt sein und das Gebiet freischalten oder wie. Ja. <laughs> ja. So aufregend war es gar nicht, der Aufstieg. <laughs> so aufregend war der Aufstieg jetzt nicht. Das ist eher so eine Aufgabe für die nächsten Tage. Ich werde dann morgen hier auf jeden Fall diese Quest beenden und versuchen, in der Questline generell weiterzukommen. Und ich kann jetzt schon mal gucken, was denn die legendären Gebäude des neuen Zeitalters sind. Es ist das Notre Dame und der Markusdom. Beide habe ich noch nicht aufgestellt. Kann ich, darf ich ja auch gar nicht. Notre Dame und Markusdom. Schauen wir mal wo ich schon Blaupausen habe. Ich habe schon alle Blaupausen für den Markusdom. Und ähm, beim Markusdom könnte sein, dass das gar nicht so schlecht wäre, den aufzubauen. Denn tatsächlich habe ich einen Münzmangel. Also nicht direkt einen Münzmangel. Aber meine Münzen sind unter den Vorräten. Durch den Leuchtturm von Alexandria habe ich halt einen Vor Vorratsboost und ich nehme an, der Leuchtturm hat mir beschert, dass ich deutlich mehr Vorräte ha Räte habe und von daher wäre es vielleicht nicht verkehrt für die Balance auch den Markusdom aufzustellen. Aber das ist halt eine Frage, die man, naja, das ist auch so eine Sache, die man nochmal überlegen muss, ob das jetzt so sinnvoll ist, den Markusdom aufzustellen. Also es ist jetzt nicht so, dass mir Münzen ausgehen. Also 1,4 Millionen sind schon eine ganze Menge. So, Notre Dame bringt Zufriedenheit und Vorräte. Also die Vorräte sind, glaube ich, kann man, glaube ich, komplett vernachlässigen. Die Zufriedenheit, da muss ich mal gucken, Zufriedenheit bringt ja auch jetzt meine Hagia Sophia. Und zwar gar nicht so wenig. Jetzt bald schon 5000. Und das Notre Dame würde auf Stufe 1 1100 bringen. Da müsste man jetzt mal vergleichen. Ich glaube, ich habe das... Ja. Ziehe ich gleich rein. Da müsste man jetzt mal vergleichen. Ähm Was das Notre-Dame dann so an Zufriedenheit bringt auf den, auf den Leveln. Hier ist es. Und es bringt auf Stufe 5 2000 nur. Sehe ich das richtig? Nur 2000 Zufriedenheit. Mann, ist das schlecht. Also bei allen legendären Gebäuden, die ich bisher in Classic gebaut habe, wo ich ja tatsächlich bisher alle gebaut habe auch, habe ich irgendwo einen Sinn gesehen und ich sehe auch im Markusdom einen Sinn und zwar den, das Münzdefizit auszugleichen. Durch den Markusdom würde ich wahrscheinlich das tatsächlich ausgleichen. Aber das Notre Dame ist schlechter als die Hagia Sophia. Deutlich schlechter. Die hat ja hier über anderthalb mal so viel. Also zwei, über, über zweieinhalb mal so viel Zufriedenheit. Und gibt Forgepunkte. Und das hier gibt nur 3000 Vorräte. Und einen Vorratsmangel habe ich, wie gesagt, nicht. Alec, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut. Okay. Also Notre Dame können wir sofort abhaken, bringt absolut gar nichts. Dann wäre die Frage, Markusdom bauen oder nicht bauen? Du musstest ihn, du musstest ihn stellen, Samson. Die Hauptstadt wird an der Turmruine aus dem SMA stoppen. Okay, das ist dann äh, die Hauptquest. Das ist ein Teil der Hauptquest, dass man eine Turmruine bauen muss und die habe ich im Hochmittelalter. Ne, im späten Mittelalter. Und da ich die dort bauen kann, kann ich dann dementsprechend weiterforschen. Bis in die Kolonialzeit hinein, wo dann der Questgeber freigeschalten wird. Die Bücherei bringt genauso viel Zufriedenheit wie das Notre Dame, meinst du? Ja, gut, das gibt es dann im SMA. Wie, die, wie das Notre, Notre Dame auf Stufe 1, aber. Oder auf mehr oder weniger gleicher Größe. Aber ja, also ich habe es ja schon, schon so als Quatsch abgetan. Also Notre Dame macht keinen Sinn. Aber vielleicht, vielleicht der Markus drum. Könnte sein, dass ich sonst später Probleme be bekomme mit den Münzen. Wenn die dauerhaft niedriger sind als die Vorräte. Aber vielleicht bin ich auch generell langsam genug im Aufstieg, dass es mir nie Probleme machen wird. Das ist. Ja, muss man ein bisschen überlegen. Also ich habe ja tatsächlich bisher alle deren Gebäude gebaut, äh, Zollstatue und Turm zu Babel im, in der Bronzezeit bzw. Eisen, Eisenzeit, weil ich relativ rasch schon aufgestiegen bin, Leuchtturm und ist Aachener Dom, ich glaube ja, Aachener Dom in der Eisenzeit. Ne, frühes Mittelalter. Observatorium. Leuchtturm und. Was ist denn noch Eisenzeit? Im Event gehen mir die Münzen aus. Hm, das kann sein. Bei Zahle xxx Münzen. Das sind dann schon immer recht teure Sachen. Ja, also da sollte ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken, den Markus-Turm zu bauen. Oh, fehlt mir hier ein Eisenzeit-LG? Ja, klar, das Kolosseum, das fehlt. Das Kolosseum, das fehlt. Da habe ich auch den Sinn tatsächlich nicht gesehen, im Kolosseum das zu stellen. Hätte ich da überhaupt die Blaupausen? Die hätte ich auch. Und das Kolosseum, das ist ja unglaublich, das Kolosseum gibt genauso viele, so viel Zufriedenheit wie das Notre Dame. <laughs> okay, Notre Dame ist so schlecht. Ich glaube, äh, ich, ich habe gerade so einen Geistesblitz, dass, äh, dass ähm, Falco da schon mal ein Video zu gemacht hat und tatsächlich auch das Kolosseum, mit dem Notre Dame verglichen hat, auch wenn es natürlich ein bisschen größer ist das Kolosseum. Okay. Also Falco ist äh, Zocket. Zocket. Okay. Gut, dann äh, würde ich mal die anderen Sachen noch mal durchgehen. Pommespirat, bist du noch da? Jetzt hat hier die Quest gestartet. Yes, Pommes Pirat ist noch da. Oh, gut. Dann können wir nämlich noch mal über dein Thema reden, auch wenn du nicht keine Kanalpunkte investiert hast. Aber wenn ich Lust drauf habe, können wir das ja immer machen. So. Und zwar hat der Pommespirat mir ein Bild über Twitch geschickt, mit einem, sagen wir mal, interessanten Phänomen, das ihr möglicherweise auch kennt. Ich ziehe das jetzt hier mal rein und mache das mal groß. Ja, gut, größer geht es nicht. Ja, doch, geht größer. Fällt euch was auf? Fällt euch was auf an dem Bild? Irgendwas ungewöhnlich? Ungewöhnliches? Die zehn schlechtesten LGs, ja. Irgendwas ungewöhnliches auf dem Bild? Hat jemand eine Idee? Ist ist jemand schnell im Gucken? Also mal abgesehen vom Pommes -Pirat, der weiß ja, was ungewöhnlich ist. Okay. Wenn jetzt keiner so schnell drauf kommt, äh, möchte ich aber auch nicht warten, äh, bis jemand drauf kommt. Ähm, ihr seht hier diese Fahne. Die Farben sind schon geordnet. Okay. <laughs> ja, vielleicht sind sie irgendwie geordnet, aber ich sehe jetzt keine direkte Ordnung. Aber ähm, worum es geht, ist diese Fahne hier. Die Fahne dürfte gar nicht existieren, da der Sektor abgeschnitten ist. Ähm, da Blau keinen angrenzenden Sektor mehr hat. Ich vermute mal, dass die blaue Gilde diesen Sektor hier vorher hatte. Und oder auch den hier unten, ist ja egal. Und ähm, die dann eingenommen wurden. Genau, einfach die Fahne, dass einfach die Fahne stehen bleibt. Ja. murmelt Das ist äh, das Ungewöhnliche. Ähm, genau, wurde abgeschnitten. Und dann müsste eigentlich die Fahne fallen. Das äh, Komische ist, diese, diesen Bug, also es ist definitiv ein Bug, den gibt es schon relativ lange. Also der ist mir schon. Schon ziemlich zu Anfang der Gildengefechte aufgefallen. Und ich glaube, ich habe den sogar mal in einem Video, in einem älteren GG-Video drin. Aber ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, äh, in, in welchem. Von daher, also ich habe mich da auch gewundert, dass die Fahne nicht weggeht. Und ähm, das passiert auch nicht. Also die Fahne bleibt tatsächlich auch die ganze Zeit da bis die Gilde dann nochmal an diesen Sektor kommt, glaube ich. Also das ist tatsächlich ein Bug. Ich bin mir unsicher, wann der entsteht. Und worüber ich mir auch unsicher bin, ist, ob äh, Blau jetzt an der Stelle weiterspielen kann. Also wenn Sie jetzt beispielsweise den Sektor hier wieder einnehmen, ob Sie dann auf, ähm, ja, auf dem Niveau weiterspielen können. Also was passieren wird, was ich da auch schon beobachtet habe, ist, wenn man jetzt beispielsweise rot den Sektor einnimmt, dass die Anzahl oder dass die, ähm, der fortschrittsschritt sich halbiert. Das heißt, irgendwann geht die Fahne halt mehr oder weniger ganz weg. Nur so richtig, also 100% weggehen kann sie ja nicht, weil ein Kampf bleibt immer drin, auch nach allen Halbierungen. Der letzte Kampf bleibt immer drin. Und äh, sollte Blau diesen Sektor ähm, innerhalb der nächsten zehn Tage der GG nicht ein einziges weiteres Mal wieder zurückerobern können, bleibt die Fahne die ganze Zeit da irgendwie stehen. Und das ist schon ein komischer Bug. Ähm, ja, und vielleicht hat ja einer von euch schon mal beobachtet, ob die hier weiterspielen können. Also wenn die jetzt beispielsweise diesen Sektor hier einnehmen, der unten den weißen, können die den dann relativ flott holen. Oder müssen die von vorne anfangen? Hat das schon mal einer von euch beobachtet? Das wäre halt nochmal so ein Erfahrungsding. ja. Also es, es, passier es passiert ja schon äußerst selten, dass so eine Fahne stehen bleibt. Aber was ich dann nicht beobachtet habe, ist, ob sie den Fortschritt behalten, wenn sie den Sektor erneut angreifen. Also ich würde es ich vermuten, dass sie den Fortschritt behalten. Also du hast es schon gesehen, mummelte Nike. Ja. Also ich, ich würde es wie gesagt vermuten, dass sie den Fortschritt behalten, wenn sie wieder angrenzen und den Sektor dann schneller einnehmen können. Aber jedes Mal, wenn eine andere Gilde den Sektor halt vor ihnen einnimmt, halbiert sich halt dann wieder der Fortschritt. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich auch durch Rot passieren wie das so ein bisschen den Eindruck macht. Vielleicht ist es ja schon passiert bei dir, Pommespirat. Also es ist auf jeden Fall ein Bug, der relativ selten passiert, aber der, der schon vorkommt. Ja. <laughs> Gut, dann hätten wir ja das auch geklärt. Ob das wieder an dem Punkt äh, weiter eingenommen werden kann. Und wir hätten einen lustigen Bug gezeigt. Ähm, vielleicht. Vielleicht wurde der auch noch nicht reported. Ich weiß es nicht. Dass Inno den nicht auf dem Schirm hat. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie den nicht kennen, ehrlich gesagt. Aber dass er vielleicht nicht in ihrem System drin ist oder so. Ich glaube, ich habe gerade den Baum gefunden, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Bin doch wieder auf A, ja. Also wäre vielleicht auch äh, nicht schlecht, wenn den jemand von euch reporten könnte, falls der noch nicht in ihr, ihrem System ist. Oder wenn wir das mal zusammen versuchen. Es gibt zumindest keinen direkten technische Probleme. Naja, technische problem technisches Problem ist es jetzt auch nicht, ne? Verbindungsschwierigkeiten und technische Probleme. Tja. Ja, es gibt jetzt nichts, was so direkt auf äh, Bugmelden passt. Ich glaube, das ist im Forum besser aufgehoben, als über den Support. Aber du kannst, äh, wenn du magst Pommespirat, kannst du, kannst du ja mal irgendwie über technische Probleme oder so den Link rüber schicken an Inno, an den Support, dann geben die es bestimmt auch weiter. Falls Sie das nicht eh schon im System haben, <laughs> bekommt man Dias, wenn man Bugs meldet? Ähm, vielleicht. <laughs> Bug Bounty? Bug Bounty Programm. Nee, es gibt Geld. <laughs> äh, hä? Keine Ahnung. Habe jetzt keine Lust mehr, das alles durchzulesen. Aber das ist jetzt hier irgendeine komische Plattform, die ich nicht kenne. Vielleicht. Es gibt da mehrere Plattformen. Er hat ein Avatar bekommen. Für Fehlermeldung. Hm. Ja, Pommespirat, ne? Hol dir ein Avatar. <laughs> es gibt die es für ein für Bugs von Inno. Aber nur fürs Melden. Also falls ihr den noch nicht kennt, Pommes -Pirat, vielleicht kriegst du ein paar Dias. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie den, den noch nicht im System haben. Aber vielleicht ist der als nicht so dringend angesehen, weil er immer, also weil er relativ selten auftritt. Und ähm, wird deshalb nicht gefixt. Bei Lalong wollte ich noch ein bisschen was draufzahlen, dass ich auf Platz 2 bin ich ja schon, da bin ich ja schon bei 38, oder? 38. 48. Okay, dann zahle ich noch 10 drauf. Okay, ich muss noch irgendwo die restlichen Forge-Punkte loswerden. Vorzugsweise in einem Zeus. Aber auch in einer blauen Galaxie ist nicht verkehrt. Dann zahle ich die hier ein, um vielleicht an Platz 5 zu kommen. Denn eine blaue Galaxie in der, Forge, äh, in der Wunschbrunnenwelt macht Sinn. Okay. Gut, dann hätte ich glaube ich A abgehakt für heute. Dann gehen wir mal auf die Hauptwelt. Oh. Freundestavern besuchen, geht ja auch relativ einfach. Ach, die sind fertig. Die habe ich schon neu gestartet. Okay. Yes. Murmeltier, Nike, äh, danke für dein, deine äh, wertvollen Informationen, die du beigetragen hast. Und dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Es äh, ist äh, richtig gut, äh, Leute dabei zu haben, die sich auch gut auskennen. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich schlecht auskenne, aber. Es gibt so viele Feinheiten in dem Spiel und so viele Details, dass es echt äh, ja dass es wirklich so ein kollektives Wissen braucht, um alles irgendwie rauszu, rauszufinden oder auf jede Frage irgendwie eine Antwort äh, zu bekommen. Und da hat jetzt der mummeltier das mit der, mit der Fahne gewusst. Und, ähm. Hm. Natürlich äh, Samson, das mit den Quests zum, und dem Zeitalteraufstieg, wie man früher an Einheiten kommt. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. So, aber generell würde ich jetzt hier erstmal... Oh, erstmal. Es ist schon 0.45 Uhr, also... Ich werde auch nicht mehr ewig machen. Also ich werde jetzt hier einsammeln und dann gucke ich noch mal auf meine Liste, ob da, noch, ob da noch irgendwas drauf ist, was wir noch in einem kurzen Moment besprechen können. Oder ihr habt noch eine Idee, worüber wir noch einen kurzen Moment sprechen können. Aber ich würde gerne um eins auf jeden Fall Schluss machen, weil ich muss morgen relativ früh los zum einen Einkauf abho abholen, der vorbestellt ist. Ähm, weil ich relativ kontaktlos einkaufen will und jetzt auch nicht groß in der, im Supermarkt irgendwie äh, rumrennen will, ist schon alles quasi vorbereitet. Und den kann ich morgen zwischen 8 und 10 abholen. Und ich meine, ich gehe davon aus, dass ich jetzt auch irgendwann Corona kriegen werde, wenn ich jetzt zwei kranke Mäuse um mich habe. Und vielleicht habe ich es ja schon und vielleicht bin ich ja auch schon ansteckend. Äh, muss ich jetzt nicht unbedingt jemandem geben, der da vielleicht dann wirklich schwer von krank werden kann. Also weitergeben. Ähm, weiß man ja nicht, wenn man da im Supermarkt ist. Bisher bin ich wie gesagt negativ. Ich habe auch nichts weiter. Vielleicht bleibt es ja auch so, toi toi toi. Aber äh, ja, geboostert ich, hab, ich habe alles. Wir sind aber, meine Frau ist aber auch geboostert. Wobei bei, bei meiner Frau ist es so, die, die war erst erkrankt, dann ist sie einmal geimpft worden und dann nochmal geboostert worden. Das heißt, sie hat nicht drei Impfungen, sondern nur zwei, aber sie war halt schon, schon einmal äh, vor über einem Jahr. November vorletzten Jahres war sie hat sie schon mal gehabt, aber damals halt das Original Corona, Corona das Original und äh, keine Mutanten. Du bist schon drei Stunden auf Arbeit, Mo? Hä, nee, da bin ich schon drei Stunden auf Arbeit. Ach so, mo morgen früh um acht oder was? Hast du nicht morgen noch nee, morgen hast du keinen Urlaub. Stimmt. Okay, krass. Also Koch Koch sein könnte ich ehrlich gesagt nicht. <laughs> Koch sein wäre nichts für mich. Also es ist sicherlich eine Arbeit, wo du dich nicht langweilst. Ich bin ich bin Softwareentwickler und das Problem ist, es gibt so Momente, wo man warten muss. Also wo beispielsweise der Code kompiliert oder wo man Programme öffnet, die lange zum Öffnen brauchen. Und das sind immer so Momente, die mich so ein bisschen, bisschen rausreißen. Also es kommt darauf an, was man programmiert. Es gibt äh, sicherlich andere... Ähm, Entwicklungszweige, wo das äh, viel seltener passiert, Webentwicklung oder sowas, wo man vielleicht dann sogar ähm, programmieren kann und auf einem anderen Bildschirm nebenher schon sieht, was sich verändert. Ähm, da ist es natürlich dann irgendwo ein bisschen, ne? Da hat man nicht so die Mo Momente, wo man sich denkt, oh, wann ist es endlich offen? Ach, ich schaue mal schnell bei Forge of Empires. <laughs> und das habe ich halt relativ oft am Tag und dann kompiliert halt irgendwie was für, für eine Zeit lang. Und dann kann ich auch mal schnell hier äh, in, im Mogulreich wieder alles einsammeln und so und neu anstellen. Ja. Äh, 18, die, nächst, die nächsten 18 Tage hast du einen Tag frei, weil dein Chef krank ist. Ja, da kann man, kann man deinem Chef nur gute Besserung wünschen, würde ich sagen. Dass es vielleicht nicht ganz 18 Tage werden. Das ist natürlich übel. Drei geboostert, zwei erst zwei Impfungen, alle hin. die letzten Tage zusammen. Eine Person hat sich in der Schule angesteckt, zweite Person hat sich von uns angesteckt. Nur die. Die geboostert sind, äh, haben es, haben nicht. Ach so, also die beiden mit zwei Impfungen haben sich angesteckt. Das zeigt, dass der Booster hilft. Ja, es kann sein. Mein, mein Booster liegt auch am wenigsten lang her. Also vielleicht äh, stecke ich mich dann tatsächlich nicht an. Kann sein. Aber es ist halt jetzt. Ähm, ich habe kurz vor Weihnachten wurde ich geboostert. Also vielleicht. Mal schauen. Und damals, äh, wo meine Frau das erste Mal krank war, das war ja noch der Wildtyp, der, der war ja nicht so ansteckend wie jetzt Omikron. Und da haben wir uns aber auch beide nicht angesteckt. Also ich und die Kleine nicht. Mhm, obwohl wir, naja, trotzdem relativ engen Kontakt hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie zu Hause mit Maske rumrenne oder so. Also wir lüften jetzt öfter. Ich schlafe auf der Couch und nicht im Bett. So Sachen, aber sonst mache ich jetzt auch nichts anderes. Und mit der Kleinen spiele ich halt genauso wie sonst. Ich esse nicht mehr ihr Essen auf. Das sind halt die Einschränkungen. <laughs> Ihren Pizzarand habe ich heute nicht aufgegessen. Genau. Hä? Auf S? Achso, Freakman. <laughs> ja, Freakman, du solltest mal auf S gucken. Mo hat dir geschrieben. Okay, ich bin nicht auf S. Ja, okay, okay. Äh, dann die nächste Welt. Feldrangier. Na, da war ich doch auch schon fast durch. Ich könnte noch in der Gex die Kämpfe machen. Das kann ich noch machen. Das ist hier am mehr oder weniger aufwendigsten, weil ich ja die Reiter hinten stehen lassen muss. Ja. Also, ich bin auch über Discord äh, ziemlich schnell zu erreichen. Wenn es mal irgendwas Wichtiges gibt. Das ist jetzt hier aber auch kein Riesenspaß, die Gags durchzuspielen mit euch, oder? Ja, jetzt auch nicht. Brennt ja jetzt auch nicht an der Stelle. Ich glaube, ich sollte die Gags auf der Hauptwelt bis Donnerstagabend abschließen. Ist heute Donnerstagabend? Ist schon Freitagmorgen. Aber da hat unser, glaube ich, auch unser ähm, Gags-Beauftragter wieder ein bisschen übertrieben. Was die Dringlichkeit angeht. Denn so gut ist unsere gegner gilt da jetzt auch nicht. Der alarmiert gerne mal ein bisschen übereifrig. Also, sie sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Äh, die haben, glaube ich, können wir gleich mal gucken. Haben äh, de deutlich mehr Siege als, als andere, andere Optionen. Wie nennt man das? Also, sie sind, haben deutlich mehr den, den Goldpokal als Silber und Bronze zusammen. Aber wir haben halt, glaube ich, nur drei oder vier Mal Bronze überhaupt bekommen. Also ist nicht ganz. Ist, glaube ich, nicht ganz so viel Alarm nötig, wie er gemacht hat, dass wir bis Donnerstag durchspielen müssen. Da gibt es ganz andere Gilden und da sieht man das auch an der Statistik eigentlich relativ schnell, ähm, dass die sehr, sehr stark sind. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist. Ähm, ich spiele ja. Wie gesagt, wie wahrscheinlich schon oft gesagt und wie wahrscheinlich auch von all, euch schon alle irgendwie mal gehört haben, äh, in einer der Top-Gilden auf die Nego. Und ja, wir haben halt hier 244, zweimal Bronze haben wir bisher bekommen. Zweimal Bronze und 36 mal Silber. Und die andere Gilde hat 27 mal Bronze bekommen. Also klar, das ist sicherlich gut. Die sind sicherlich eine gute Gags-Gilde, aber wir gewinnen halt auch wirklich viele von den Rennen am Ende. Und inzwischen halt noch mehr, weil wir jetzt schon eine Pflicht haben, die Gags am. Lass mich lügen. Ich glaube schon am Dienstagabend zu beenden, wenn die Gegner richtig stark sind. Einen manuellen Kampf muss ich jetzt auch nicht machen. Genau, also geht es halt vor allem darum, am Dienstag, ich bin sowieso jeden Tag online auf meiner Hauptwelt, gucke am Dienstag rein in die Gags und wenn die Gilde, die gegnerische Gilde sehr stark ist, dann spiele ich auch am Dienstag direkt durch. Also für mich ist es auf jeden Fall kein Problem. Das ist dann eher ein Problem für Leute, die so Schichtdienst haben. Und da haben wir tatsächlich auch Leute bei uns, die das betreffen könnte. Aber ähm, diese Pflicht ist trotzdem noch relativ locker. Ich hatte das damals so eingefädelt, dass es nicht eine, eine straffe, also als ich noch selbst in, in, in der Gildenleitung war. Dass es nicht eine straffe Pflicht gibt, die sagt, wenn irgendjemand sagt, bis Dienstagabend müssen alle durchspielen, muss auch durchgespielt werden, sondern eine flexible, die sich dann eben an den Gegnern richtet. Also, wenn bis Dienstagabend oder wenn wir einen starken Gegner haben, dann gibt es die Vorgabe oder die, die Richtlinie, spielt bitte bis dann und dann durch. Die ist aber nicht bindend, wenn der Gegner nämlich dann noch nicht durch ist dann gibt es auch keine Sanktionen irgendwie für die Spieler, die, die noch nicht fertig sind. Das, die Sanktionen gibt es erst, wenn die Gilde vor den Spielern dann durch ist. Und dann gibt es halt eine Verwarnung, da wird dann niemand direkt rausgeschmissen, sondern es gibt halt eine Verwarnung und man kann dann auch zwei Verwarnungen bekommen. Und die Verwarnung ist halt nach einer gewissen Zeit dann auch wieder weg. Aber irgendwas muss man sich halt einfallen lassen, um das hohe Niveau, was wir haben, dann auch einzufordern, so von allen. Aber das wissen ja auch alle, alle die bei uns sind. Ja. Okay, okay. Jetzt hat er nochmal viel geschrieben. Wollte nicht snipen? Okay, du wolltest einen Platz belegen beim Freakman wahrscheinlich. Bei mir darf man ruhig snipen, ist sogar erwünscht. Okay. <laughs> ja, also auf zum Snipen bei Freakman. <laughs> ja, ähm habe ich überhaupt das FP Geschenk drin? Moment mal, habe ich das FP Geschenk vergessen? Ich wollte doch Das muss ich noch mal öffnen hier. Ich hoffe, es geht auch irgendwann mal auf. So viele so viele Tabs hatte ich inzwischenzeit offen. Wahnsinn. Immer noch nicht. Also der öffnet sich ja dann auch. Schiebe ich immer beiseite. Mensch, nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ach doch, hier ist er. Ich wollte doch ein Forge-Punkte-Geschenk machen. Jetzt hast du mich darauf äh, daran erinnert. FP geschenk auf den Welten, auf denen ich spiele. Gut, trage ich noch ein. Genau, das war doch noch eine Idee von mir, ähm, was ich für Kanalpunkte machen kann. Dass ich euch äh, Forge-Punkte schenken kann gegen Kanalpunkte. Im Prinzip so in ziemlich allen Welten. Ich müsste, ich müsste nur überlegen, äh, wie viel. Also es könnte halt sein, je nachdem, auf welcher Welt es ist, dass es halt sinnvoll ist, in manchen Welten weniger zu machen. Oder ich schenke einfach das, was gerade übrig ist oder sowas. Keine Ahnung. Also hier könnte ich locker machen, 100 forge geschenkt oder sowas. Auf, auf der Venus gegen Kanalpunkte. Das wäre überhaupt kein Problem. Muss ich, da muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen. Vielleicht habe ich es auch deshalb nicht eingetragen, weil das ein bisschen schwieriger ist, ähm, das über die ganzen Welten irgendwie vernünftig einzustellen und weil ich das ja auch nicht auf allen Welten machen kann. Also noch la also lange nicht auf allen Welten. Genau, sondern nur auf den, auf den ich bin. Ja. Gut. So, äh, ja, jetzt schreibt ihr da, glaube ich, miteinander, oder? Um, um, um. Wann hattest du deinen Geburtstag, Mo? Sag nicht heute. Oh, <laughs> Mo, danke dir. <laughs> Vielen Dank für die Bits. Ja, ich wollte um eins Schluss machen. Äh, ich wollte um eins Schluss machen und Mo hat mir jetzt äh, noch äh, ein Uhr Bits gegeben. Das äh, ist sehr nett von dir. Aber ich bin ja noch gar nicht durch alle Welten durch. Von daher muss ich mich noch durchklicken zum Ende. Und dann... Oder bin ich doch schon durch alle Welten durch? Hier sieht es erstmal gut aus. Da habe ich, glaube ich, schon alles an und ausgestellt. Und ja, auf Wallstrand auch. Doch, ich bin doch durch alle Welten durch. Okay, aber ich gucke trotzdem nochmal auf die Liste, weil so... Ich bin noch nicht ganz so überzeugt davon, jetzt Schluss zu machen. Achso, in, äh, in der Eisenzeit Kampfstadt könnte ich noch aufsteigen. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Kanalpunkte erklären habe ich gemacht. Erinnert mich ans Reden. Das erinnert mich selbst. Ihr habt mich noch nicht erinnert heute. Ähm, was wollte ich denn noch starten? Eine kulturelle Siedlung wollte ich starten? Mhm. Eventpreise durchgucken. Das könnte man noch machen. Heute gibt es den Olympischen Tresor. Lohnt sich sicherlich für viele. Lohnt sich das dann hier auf meiner Nebenwelt? Uff, geht so. Ich könnte nämlich einfach aufstellen, wenn ich wollte. Ich habe einen ausbaufertigen Olympischen Tresor schon da, aber nicht aufgebaut. Vermutlich, weil ich einfach schon genug Kampfkraft habe. Von daher, wozu? Ist Quatsch. Das heißt, ich brauche den Preis hier auch nicht wirklich. Ich schalte mal um. Den brauche ich auch nicht. Okay, dann schauen wir mal auf A. Ah, 1 Stunden in einer Siedlung. Japan glaube ich. In der japanischen Siedlung. Das müsste ja eigentlich die japanische Siedlung sein. Hier kann ich das auch umschalten. Koloss habe ich hier aber nicht angefangen. Ich habe den Koloss angefangen. Ich glaube auf meiner Beta-Welt. Da würde sich der Koloss lohnen, aber da ist gerade kein Event. Okay, hier müsste das denn ja sein. Nö. Wo hatte ich denn das mit den Einstunden Produktionen? Hier kann ich noch verhandeln. Hm. Hm. Du musst dich abmelden für die nächsten zwei Wochen, weil du so viel arbeiten musst. Mo. Im Ruhlreich? Ja. Hm. Dann müsste es ja auf meiner Hauptwelt sein. Ich dachte, da wäre ich schon so weit fertig. Aber kann sein, dass es kurz nach eins. Doch, kann sein, kurz nach eins. Habe ich den Wecker nicht noch an? Nee, habe ich nicht. Dann schaue ich gleich mal rüber. Ihr tapferen Zuschauer, dass ihr jetzt noch zuschaut. Und vor allem du, Mo, wenn du morgen so früh aufstehen musst. Also so wenig Schlaf könnte ich auch nicht. Also einerseits hast du als Koch halt so viel Arbeit, du musst so lange arbeiten. Oder oft sehr lange arbeiten. Dann hast du meistens auch weniger Wochenende. Also da muss schon wirklich viel Passion drin sein, um diesen Job machen zu können. Ich sehe... Ja das was du kochst und das ist ja auch wirklich äh, beeindruckend muss man muss man sagen also falls ihr das auch sehen wollt was äh, moso kocht er postet manchmal in äh, josies discord gerichte die er zubereitet hat und da sind echte kracher dabei also die sehen wirklich sehr sehr beeindruckend aus und also wie die angerichtet sind. Und die schmecken bestimmt auch sicherlich beeindruckend, aber ähm, das kann ich natürlich von der Ferne äh, weniger bewerten. Du, ich liebe meinen Beruf auch. Ähm, das ist natürlich immer gut, wenn man seinen Beruf mag und nicht nur, nicht nur dahin geht, um Geld zu verdienen. Aber ich liebe auch meine Freizeit. <laughs> Und da mangelst, glaube ich, in dem Beruf wirklich. Also es gibt halt so, es gibt ja so Köche, die sind so mehr so saisonal unterwegs, die dann wirklich im Winter längere Pausen haben. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch vielleicht so der Fall ist. Ähm, dass du dann wirklich mal so ein paar Wochen am Stück frei hast oder so, aber. So, das ganze Leben so durchackern, boah. Das ist schon. Ja, da muss man sehr viel Liebe äh, in seinem Beruf haben. Immer arbeiten. Tja. Krass. Ja. Da äh, ziehe ich meinen Hut vor, dass du, dass du das kannst und äh, für dich ein gangbarer Lebensweg ist. Also für mich wäre wär das nichts. Nee. Okay. So, dann schaue ich mal ähm, ins ob ob ich da noch was zu tun habe. Tatsächlich nicht. Aber andere Siedlungen habe ich, glaube ich, gar nicht am Laufen gerade. Auf der Beta vielleicht noch. Aber ich glaube, da habe ich, hab ich die Siedlung beendet. Ja. Könnte nur noch. Nee. Nee. Classic habe ich habe ich die Japaner. Da haben wir gerade reingeguckt. Und mehr Siedlungen habe ich nicht zu laufen. Dann habe ich es vielleicht schon gemacht und nicht drüber geredet. Vielleicht irgendwie vor, wo wir das letzte Mal hier ins Mogulreich reingeguckt haben. Vielleicht schon gemacht und nicht drüber geredet. Aber ich. Ähm, trotzdem danke für die Erinnerung. Hätte ja sein können, dass da tatsächlich noch was offen ist. Aber das sind die einzigen beiden Siedlungen, die ich gerade am Laufen habe: die Japaner und das Mogulreich. Und es ist jeweils nichts mehr offen. Muss ich schon neu gestartet haben. Ich kann mich erinnern, ich habe nochmal abgebrochen. Also ich hatte ja diese äh, 8-Stunden-Produktion schon gestartet und dann nochmal abgebrochen, um nochmal 1-Stunden-Produktion zu starten. Ähm, da habe ich das wahrscheinlich gesagt. Ja, okay, Freakman. Das tut mir leid für dich, dass du deinen Beruf. Vielleicht in der Form nicht mehr ausüben kannst, aufgrund deines Unfalls. Den Beruf, den du geliebt hast oder gemocht hast. Aber sowas passiert auch, ja. Okay. So, dann würde ich jetzt langsam Schluss machen. Ich habe auf meiner Liste für andere Streams noch den Venus-Umbau. Ich muss endlich mal meine Venusstadt umbauen und mit den großen Gebäuden vollknallen und ähm, vielleicht sogar eine positive Lebenserwartung haben. Nicht, dass, nicht, dass das neue Zeitalter be kommt, bevor ich die Venus mal auf Vordermann gebracht habe. Kann durchaus sein. <laughs> ähm, genau, deswegen habe ich es hier immer auf meiner Liste, aber das ist halt ein Thema, was dann doch ein bisschen umfangreicher ist, wo man dann nochmal ein bisschen überlegen muss, wie man das am besten aufbaut. Äh, den A Aufstieg in, in der eisenzeit habe ich jetzt nicht gemacht. Ist ja dann auch keine Eisenzeit-Kampfstadt mehr. Vielleicht mache ich das morgen. Oder in einem weiteren Stream. Mal gucken. Ist ja eigentlich auch relativ egal. Also, vielleicht wäre es mal, nochmal was für, für, für eine andere Gelegenheit. So super interessant ist es ja auch nicht, wenn man, wenn man nicht gleich durchforscht. Und das möchte ich nicht. Also, ich möchte nicht gleich durchforschen, weil ich auch gerne die Quest spielen will. Oh, muss hier noch eine Verhandlung machen. Weil ich gerne die Quest spielen will, ähm, um die Diamanten mitzunehmen und die Güter mitzunehmen aus dem nächsten Zeitalter. Ja. Wenn man dann Forschpunkte einsammelt und direkt äh, durchforscht, dann ist es sicherlich interessanter, als wenn man erstmal nur aufsteigt und dann erstmal nicht mehr weiterkommt, weil man ja dann wieder Forschpunkte braucht. Genau. Also, es, äh, ich habe es schon vermutet, dass es relativ schnell ins Stocken gerät mit dem Aufsteigen ins nächste Zeitalter. Aber wir haben uns zumindest die legendären Gebäude angeguckt und festgestellt, dass der, nochmal festgestellt, dass es Notre Dame wirklich absoluter Murks ist. Und sogar schon damals Murks war. Was ich bei allen anderen legendären Gebäuden, naja, mit Abstrichen beim Kolosseum, ähm, nicht gesehen habe. Also ich sehe halt irgendwie in allen Gebäuden irgendwie einen gewissen Sinn. Bisher, selbst beim Kolosseum, ähm, gab es zumindest früher einen, einen größeren Sinn noch, weil als das Kolosseum, als das Kolosseum ins Spiel gekommen ist, da gab es noch keine Arche. Da gab es keine archiförderung Da gab es keine Events in der Form wie heute, wo man Medaillen gewinnen konnte. Und äh, da war auch der geringe, die geringe Menge an Medaillen, die das Kolosseum bringt, schon nützlich. Also das muss man dem Kolosseum zugestehen, aber das Notre Dame ist tatsächlich auch schon damals Mist gewesen. Achso, Freakman, ich danke dir trotzdem äh, fürs Bescheid geben. Hätte ja sein können, dass es noch offen ist. Mhm. Mehrfacher Wirbelbruch, ja. Ähm, ist, es, ist es so, dass du im Prinzip dich jetzt nicht gro... Nicht, nicht Sagen wir mal so, dass es gefährlich ist, dass dein, dein Wirbel das Rückenmark schädigen kann. Also deine, oder deine früher gebrochenen Wirbel und deine vielleicht äh, nicht so richtig ausgehalten? Oder also, wenn das jetzt nicht zu so privat ist, musst du nicht beantworten. Oder ist es tatsächlich so, dass du auch eine Lähmung hast? Das Kolosseum wegen der Medis. Ja. Lange ist es her, genau. Also wirklich früher ähm, ist es durchaus sinnvoll gewesen. Es gab auch keine Rudeltürme, falls ihr euch erinnert. Ähm, das Video hat ja leider, hat ja leider Zocket offline genommen. Aber äh, die Siegestürme, die kamen auch erst später in irgendeinem Event dazu. Und auch da waren sie natürlich sehr selten. Also, wie es immer bei den ersten Events war. Da gab es dann irgendwie diesen Preis am Ende als Hauptpreis oder in irgendeiner Kiste, die man nur sehr, sehr schwer öffnen konnte und sowas. Und so ein Siegesturm, so ein einzelner Siegesturm bringt ja auch ka kaum Medaillen. Ich glaube, der war sogar damals schon effizienter von der Grundfläche als ein Kolosseum. Aber dann hattest du halt einen Siegesturm. Und dann kamen halt irgendwann die, die Events, wo du ständig Siegestürme als Tagespreis bekommen hast. Und da war es, ab da war es natürlich möglich. Siegestürme und Mast zu, zu bauen, aber auch gleichzeitig war es da schon nicht mehr nötig, weil die Arche einfach mal ein viel besserer Medaillenproduzent ist, indem man einfach in der Archenforderung teilnimmt. Ja. Aber, äh, wie gesagt, das Kolosseum hatte, hatte früher einen Sinn. Es ist sicherlich heute ein sinnloses legendäres Gebäude, aber früher hatte es einen Sinn. Du konntest halt nur, wenn ich mich richtig erinnere, konntest du halt Medaillen gewinnen außerhalb eines Events nur übers Kolosseum und über die, über die. Ähm, hier. Über die Türme. Die GVG-Türme. GVG, die Player versus Player Türme. Genau. Hier kriegt man jetzt natürlich wahnsinnig viele Medaillen in der Venus, aber gehen wir mal in die Zeitalter, die es damals so gab. Keine Ahnung. Bis in die Postmoderne oder sowas, da Platz 1, 1500. Das ist schon gut, wenn man da Platz 1 dann geschafft hat. Aber das musste man dann auch erstmal schaffen. Okay. Gut. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Dein linker Unterschenkel ist gelähmt. Ja. Ich glaube auch, dass man in so einem Fall dann froh sein kann, dass man nicht, nicht komplett im Rollstuhl sitzen muss. Ähm, das ist dann schon... schon eine deutliche Veränderung des Lebens würde ich sagen, wenn man in den Rollstuhl muss. Ich glaube für Leute, die mit dem Rollstuhl aufwachsen, ist es halt ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, da ist es eher schlimm, dass wir ihnen das Leben unnötig schwer machen, indem ja, indem irgendwo Rampen fehlen oder sowas, ja, wo sie dann nicht hochkommen. Aber wer halt damit groß wird und nichts anderes kennt, der lernt damit Glaube ich, besser zu leben als jemand, der dann irgendwie durch einen Unfall oder sowas dahin kommt. Ähm, gut, und dann schaue ich noch, ob ich jemanden raiden kann. Falls ihr nicht einen Raid-Vorschlag machen wollt. Tatsächlich ist im Moment niemand online von den üblichen. Leuten, zu denen ich so hinrede. Dann schaue ich mal nach den Kategorien. Forge of Empires. Äh, ähm, ähm, ähm. Muss ich auf Empfohlen gehen? Nee, ich bin falsch. Live-Kanäle. Kategorien. Forge of Empires, das bin nur ich. Und Jagged Alliance. Jagged Alliance, aber auf Englisch. Sollen wir es einfach mal versuchen? Ähm, ja, dann würde ich mal zu äh, Mongoosa rüber raiden. Den kenne ich nicht. Aber er spielt ein Spiel, was ich gerne mag. Er spielt es allerdings auf Englisch, also vielleicht nicht so interessant für euch. <laughs> Aber ich würde trotzdem zu ihm rüberreden. Er hat nur vier Follower, also vier, vier Zuschauer gerade. Von daher wird er sich bestimmt freuen, wenn da ähm, ein paar von euch mit, noch mit rübergehen. Und ihr könnt euch ja noch ein paar Kanalpunkte holen. Und deswegen will ich dann auch das Raiden machen, wenn ich es nicht vergesse. Und ich antworte natürlich gerne noch auf die Frage, so gut ich antworten kann. Freakman. Genau, wann ist der nächste Stammtisch? Ähm, wir haben noch keine Abstimmung gemacht. Es war nur so, dass wir eine Abstimmung starten wollten nach dem letzten Stammtisch der ja ein bisschen, äh, der ja schon ein bisschen später kam. Und ähm, dann gab es halt eine Diskussion, ob wir das vielleicht ein bisschen seltener machen können, dass es ein bisschen was Besonderes bleibt, vielleicht auch. Ähm Und äh, ja, wie gesagt, äh, wir hatten noch keine Abstimmung, aber sofern es einen Termin gibt oder einer, Aussichtsreich wird, werden wir das natürlich wieder im Discord Bescheid geben. Und dann haltet euch einfach den Platz oder den Tag frei, würde ich sagen. Ich, ich hatte auch angeregt, was man vielleicht einfach mal einen festen Tag machen sollte, damit man, dass ich, dass man sagt, irgendwie ein, wenn man es nur selten macht, dann irgendwie jeden dritten Freitag im Monta Monat oder sowas. Und ähm, wenn, da jemand, wenn dann auch andere Streamer noch zwischendurch online gehen wollen und was machen wollen, dann geht es ja auch. Und dann nennt man das halt nicht den, den Stammtisch, sondern dann ist es halt vielleicht ein anderes Format oder man macht einen Zwischenstammtisch oder wie auch immer. Genau. Ja, im Olymp auf jeden Fall. Und äh, sicherlich auch bei, bei Josie und bei, äh, bei, bei äh, Socket. Also da würde ich es zumindest teilen. Und, und solange sie nichts dagegen haben. Ich meine, die sind ja da beide auch beteiligt. Deswegen werden sie da wahrscheinlich auch nichts dagegen haben, wenn wir das da ankündigen oder wenn ich das da ankündige. Das kann natürlich auch gerne jemand anderes ankündigen, sofern der Termin, Termin klar ist. Ähm, ja. Gut. <laughs> okay. Dann äh, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Bits an. An dich, Mo. Ähm, vielen Dank für die Erinnerung an den Rucksack, äh, Diamantrex, weil das war auch gar nicht so unwichtig, dass ich die Kanalpunkte umstelle. Ich meine, jetzt habt ihr keine Kanalpunkte eingelöst, aber ist auch irgendwie verständlich, weil die Kanalpunkte sind jetzt noch rar, nehme ich an. Ähm, und ihr spart vielleicht auf irgendwas Bestimmtes. Ich hoffe zumindest, auf, dass ihr auf irgendwas Bestimmtes spart und äh, dann auch vielleicht bald mal die ersten Kanalpunkte eingesetzt werden. Ähm und ich hoffe, es sind nicht nur Liegestütze. <laughs> ah, okay. Und äh, dann würde ich äh, den Raid starten zu. Noch einmal. Zu äh, Mongoosa der im moment noch drei zuschauer hat bei jacket alliance äh, sagt mal hallo auf englisch hello <laughs> ähm, und äh, vielleicht äh, wenn, ihr, wenn ihr einigermaßen gut englisch könnt es ist ja vielleicht auch für euch äh, nicht uninteressant äh, ich werde auf jeden fall auch jacket alliance 2 weiterspielen und ähm, freue mich natürlich auch wenn ihr da zuschaut und äh, sonst wünsche ich, wünsch ich euch, euch heute noch eine gute Nacht. Und vergesst nicht den armen Pi. Danke an Pi. <laughs> Danke an alle, die zugeschaut haben. Äh, eine gute Nacht euch. Und wenn ich jetzt das Menü finde... Ja. Ja beginne ich den Rate und ähm, bis bald bis bald also nächsten Termin weiß ich noch nicht wahrscheinlich werde ich eher Jagged Alliance als nächstes spielen ciao ciao und bis zum nächsten Mal danke euch